Guten Morgen, willkommen zu meinem neuen Vlog. Heute bin ich müde. Diese Wochenende war der Geburtstag von meinem Sohn. Wir waren alle hin und her mit der ganzen Vorbereitung und alles. War echt geil mit unseren Freunden und so. Aber jetzt weiter arbeiten. Noch eine Woche und du kannst mit mir. Und bevor wir weitergehen, ich bitte dich, wenn du kannst, meinen Kanal zum Abonnieren, like dieses Video, teile dieses Video, weil das hilft mich sehr. Schon fertig, wie du gesehen hast. Es sieht geil aus. Ich liebe jedes Mal, ich mache diese realistische Tattoo. Jedes Mal, ich liebe es noch mehr. Deswegen, wenn du eine realistische Tattoo machen möchtest, keine Porträts, aber das mache ich nicht von deiner Familie oder Freunde. Porträt, ich glaube, ich habe schon das in einem Video hier auf YouTube gesagt, aber ich liebe und ich mache alles, das realistisch ist. Nur nicht deine Oma, deine Mutter, also jemand, das muss diese Person sein, weil ich denke, dass that is too much responsibility. Vielleicht in die Zukunft würde ich es machen. Würde ich mich trauen, aber im Moment nicht. Deswegen, aber ich liebe realistisch und auch Porträts, wenn ich es von, zum Beispiel, ich habe 5 Porträts hier gemacht, aber die Kunden normalerweise sagt zu mir, ich möchte ein Gesicht. Aber ist egal welcher Gesicht, also auf dem Design sollte ein Gesicht und andere Elemente dabei sein. So würde ich machen, aber nur nicht in dieser Situation, wie ich schon gesagt habe. Aber ich liebe diese Tattoos und ein Tattoo von mir haben möchte, es kommt nach Attendorn in Germany, Deutschland und wir machen einen. Tag friedliche Sachen. Ich mag alles, was ich steche. Natürlich, jeden Tätowierer hat ihren eigenen Geschmack. Das heißt nicht, dass alles, was ich mag zum Stechen, ich würde gerne haben in meinem Koffer. Aber heute Morgen war diese realistische Tattoo, das du hast schon gesehen. Und jetzt eine Rose. Ich liebe Rose zu machen. Aber ist komisch, weil ich liebe nicht jeden Rose zu stechen. Ich mag auch zum Stechen Linework und so, aber ist gut manchmal etwas anders zu machen. Nicht anders, weil ich mache viele realistische Sachen. Aber so groß habe ich noch nie, glaube ich, gestochen. Weiter geht's. Ich habe jetzt gerade allein gelacht, weil ich habe so viel geredet und ich habe gar nichts gesagt. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich meinte. Boah, das ist unglaublich. Heute ist schon 6, fast 5 zwischen Tattoos und so. Ich habe noch nicht geschafft zum Zeichnen. Also zwischen Tattoos und Tattoos Fotos posten. Weil ich habe diese 2 Tattoos heute gemacht bis jetzt und ich möchte, wenn ich... Kann ich das erklären? Ich poste nicht alles auf Internet von meiner Arbeit, weil sonst würde zu viel sein. Am Anfang doch, weil ist der Anfang. Man hat keine Portfolio, aber sowieso viel von meiner ersten Arbeit sind nicht mehr auf Internet. Tätowierer würden mich verstehen. Gibt es immer diese Tattoos, dass du machst und du möchtest sofort posten, weil du findest es geil am Ende, geil geworden. Und heute war einer von diesen Tagen. Also ich liebe Mandalas. Ich mache viele Tattoos, das ich liebe. Aber manchmal kamen diese realistischen Tattoos oder diese Tattoos, das ich mache, nicht so oft. Ich mache viel von kleinen Tattoos, erste Tattoos, so Fine Line, Mandalas. Und ich liebe das. Aber wenn du machst das jeden Tag, irgendwann du möchtest etwas anders machen. Ich mache auch sowieso viel realistische Tattoos. Ich poste alles auf Instagram. Wenn du hast noch nicht gesehen, geh mal schauen und kannst du selber sehen. Aber diese 2 Tattoos heute finde ich sehr geil. Deswegen ich würde sowieso posten. Und alle das, weil ich würde sagen, dass ich habe noch nichts gezeichnet.
dauert zu lange, weil ich mache immer diese Video von den Stencil nach das Tattoo, wenn das Tattoo fertig ist und dann ich poste. Aber ich muss erstmal bearbeiten. Das dauert ein bisschen, das Video bearbeiten, alles machen, posten und dann das Foto auch und dann TikTok posten, Facebook posten, WhatsApp sowieso, YouTube, Instagram und alles. Das dauert so lange und ich habe noch nicht angefangen zum Zeichnen und das mache ich sofort. 2000 years later. Hab den Zeichen geschafft, hab schon die Kunde geschickt und jetzt mache ich weiter. Nächste Vorlage, nächste Zeichen. Ist immer so. Bam, bam, bam. Und jetzt geh nach Hause. Abonniere meinen Kanal, so du verlierst keinen Content hier bei mir. Like dieses Video, vergiss das nicht, bitte. Teile dieses Video. Mach hier unten einen Kommentar, weil das hilft mich. Magst du diese Videos? Magst du nicht diese Videos? Was von mir möchtest du noch sehen hier auf YouTube? Bis mein nächstes Video.